Da ist er wieder. Connor. Keine Androiden erlaubt. Und nicht nur Connor ist back, sondern auch wir mit Detroit Become Human. Wie man sieht, mit der neuen Folge. Finde Lieutenant. Ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Halt's Maul. Wie kann ich denn jemanden scannen? Ah! Ah, warte. Geboren, Sicherheitsbeamter, Vorstrafen, keine. Keine Vorstrafen. Okay. Was steht da? Vorstrafen keine und Art. Was? Ah. Arbeitslos, Vorstrafen keine. Junge, ich habe keine. Du kannst mir gleich eine ausgeben. Oder ich gebe dir eine und zwar in dein Gesicht. Arbeitslos, Vorstrafen, Alkohol, Drogen am Steuer. Hm? Ein ausgeben. Weißt du, was du gleich machst? Genau. Lernen, wie man richtig Auto fährt. Muss ich wohl nicht überall hinlaufen? Da man muss das Gesicht sehen. Ah, guck mal, hier kann man das Gesicht sehen. Auslieferungsfahrer, zurzeit arbeitslos. Vorstrafen, häusliche Gewalt. Ja, so sieht's doch aus, ne? Ja, ich will mich nicht zu dir setzen, brauchst gar nicht erst Platz machen. Was geht denn hier hinten ab für eine Party? Arbeitslos, Vorstrafen, keine, geboren am 16.05. Stand der 16.05. Und was mit dir, Kollege? Ach du Scheiße. Buchhalter? Zurzeit arbeitslos. Vorstrafen. Betäubungsmittelverkauf. Was seid ihr denn für Kunden? Was guckst du so blöd? Nö. Ich bleib hier stehen. Soll ich mal so machen oder was? Ja, guck mich weiterhin so blöd an. Mit deinem Betäubungsmittelverkauf. Krieg ich eine Pommes? Okay, tschüss. Ich hab wenigstens Aufgaben. Wer bist denn du? Samuel. Ich wollte gerade sagen, dass er nicht wie 9 aussieht. Dabei leben wir ja nicht in 2021 hier. Hafenarbeiter. Vorstrafen keine. Jo, das heißt, du bist ja jünger als ich, Kollege. Oh, geil, Toiletten. Kann ich rein, okay. Ich sehe immerhin sehr, sehr sexy aus noch, ne? So. Wir haben 2 noch nicht gedingst. Jimmy, geboren 2001, Geschäftsinhaber, Vorstrafen, keine. Ja, dann bist du hier denn. Genau. Hä? Polizei. Ich denke mal vor, du hast Vorstrafen. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife.
Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger als Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Wissen Sie was? Ich spiele Ihnen ein für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Ha, ihm habe ich einen ausgegeben. Dir nicht, du Penner. Also, wir müssen uns merken, ihn kriegen wir mit wohl rum. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Jo. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Keine Chance. Ich komme mit Ihnen. Hör zu. Du musst echt aufhören, mich zu nerven, sonst kann es sein, dass dir morgen ein paar Teile fehlen. Aber ich will mit. Hä? Ich dachte, ich soll warten. Los Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Haben Sie was gesagt? Typisch DPD. Sie sagen eigentlich gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. War das Band gerade so ein Holo? Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Ich will auch sehen. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Gut, dann werden wir uns jetzt mal wieder die Beweise hier gönnen. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben.
Och nö, Connor, muss das sein? Hab mir Manieren. Oh Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden. Puh, verflucht, ich glaub das alles nicht. Getrocknetes Blut. Okay, perfekt. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Red Eyes. Opfernamen Drogen. Ey, das ist ja wie der Vater hier von Alice. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Red Eyes. Carlos. Ich geschätzt. Oh. 28 Messerstiche, innere Blutung. Vor mehr als 19 Tagen verstorben. Fingerabdrücke, Übereinstimmung, Verstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung. Opfer stürzte hier. Erstochen. Sie kamen aus der Küche. Also sie kamen aus der Küche, dann erstochen, dann gestolpert und dann hier. Okay. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Normale Buchstabenschriftart. Okay. Wird erledigt. Ich, Lieutenant. Getrocknetes Blut. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war's. Zum Thema nichts anfassen. Ich habe Angst, was zu übersehen. Fingerabdrücke, Zeichen eines Kampfes. Ah, warte, da war was. Trockenes Blut. Offiziell Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht lastig. Was? Okay, nein.
fehlt ein Messer. Mordwaffe wurde von hier, also wurde da genommen. Okay. Weichler wurde angegriffen, emotionaler Schock. Er ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Erstatte. Warte, warte, da fehlen aber noch ein paar Beweise, oder? Ein noch. Wechseln habe ich übersehen. Ich weiß halt nicht, wie weit uns das Öffnen helfen kann. Aber ein Hinweis fehlt uns. Ist damit das Öffnen gemeint? Kann ich mal bitte hier durch? Ich muss wichtige Untersuchungen machen. Weg da! Verfasst. Fußabdrücke. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Habe ich jetzt alle Hinweise? Okay, keine Ahnung. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich Ach, nicht ja? mehr. Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android warf den Stuhl. Ich hab nichts gemacht. Nein, das würde ich nicht Nein, sagen. Nein, ich hab nichts gedrückt. Etwas anderes. Ja, ich hab nichts gedrückt. Das war, weil die Zeit abgelaufen ist. Das Opfer. Das Opfer stach auf den Android. Nein! 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 Halt dich einfach an die Fakten. Der Android stach auf das Opfer ein. Ja! Dann versucht sich zu verteidigen. Ja. Mann, das war gerade so verwirrend. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann. Ins Wohnzimmer. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn.
Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. Suche nach blauen. Leiter wurde benutzt. Da steht ich erschrocken, Körner. Das habe ich gesehen. Warte, was ist denn hier drin? Aha. Etwas zum Klettern. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Oh. Dann überprüf mal schön. Mach ich. Du kannst dich auf mich verlassen, Tent. Ich suche den Dachboden. Richtiges Horror-Feeling hier. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier rein!
Na los! Er tut mir schon leid. Oh. Nee. Hätte auch ein anderes Ende gegeben. Wir haben aber fast alles. Also. Sonst haben wir fast alles. Was ist denn eigentlich Legende? Okay. Oh, man kann. Viele haben das mit dem Drink genommen. Ah, nicht so viele waren nett. Okay. Oh nee, wir sind wieder bei. Oh nee. Wir sind wieder bei ihm. Todd hieß er, ne? Okay. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Muss er jetzt wieder seine Friedenspfeife hier. Das ist doch echt kein Zustand mehr. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie. Sind nie. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös! So. Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Oh. Komm wieder her! Komm wieder her! Komm sofort hierher! Das ist ihre Schuld, alles ihre Schuld! Ich werde sie zeigen. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Nein. Das hat sie verdient. Erst muss ich nochmal ziehen. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Könnte Familie. Aber nein! Alter. Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Die kleine Mistkälte!
ist alles Ihre Schuld. Der dreht komplett gerade am Rad. Respekt bei Winger! Digga, du hast gesagt Einzug und nicht 10. Nice. Daddy ist sehr wütend. Dir muss eine Lektion erteilt werden. Eine verdammte Lektion. Nein. Ich kann es doch nicht jetzt... Hallo? Jetzt beweg dich! Los! Ah, Alice, ich komme! Ja. Schütze Alice. Waffe. Los, wir haben nicht so viel Zeit. Alice, wir beide haben deine Kleinigkeit zu bereden. Hol erst die Waffe. Na los, komm her, du kleine Kröte. Nein, Daddy, nicht. Tu mir nicht weh. Bitte tu mir nicht weh. Ich schwing mich nicht, dich zu holen. Es ist alles deine Schuld. Jetzt mach! Auf, das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst! Das ist dein Befehl! Nein! Lassen Sie sie in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Ich zittere. Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen! Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir... Vorsicht, Kara! Scheiße, was sind das denn für Quicktime-Events? Komm her, Miststück. Schwitze! Alter! Das ist nicht so, wie das jetzt aussieht. Alter! Ich kenne die Quicktime-Events von Until Dawn, ja? Das sind ja nur diese Tasten! Aber mit dem Controller bewegen! Was ist das denn? Alter, ich kann nicht mehr.
Die Quicktime-Events haben mich ja komplett aus dem Leben gerallert. Allein, dass man den Controller für Quicktime-Events bewegen muss. Alter! Ich bin so froh, dass wir das geschafft haben. Wow. Das war echt anstrengend. Da habe ich jetzt ganz kurz hier mal geschwitzt. Stürmische Nacht. Oh, es... Kara hat Todd erschossen. Wie hätte es denn noch ausgehen können? Ach du Scheiße. Bin ich die Einzige, die Todd erschossen hat? Ja, einer der mit, ne? Wie wäre das denn ausgegangen, hätten wir die Waffe nicht geholt? Es ist auf jeden Fall so krass, wie viel es hätte noch ausgehen können. Gut. Ach, nee. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir es geschafft haben.